Jetzt habe ich ein Problem. Das heißt, ich kann mich nicht so weit teleportieren. Zu denen kann ich mich teleportieren. Das war schlecht. Komm, 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 komm! Komm, 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 und jetzt, 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 jetzt. Noch einer. Jetzt, 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 jetzt. Komm, lauf doch hoch. Jawoll. So, Pissnelke. See ya. Auf Wiederschauen. Was gibt's hier? Gar nichts. Cool. So, ich stehe jetzt mal in Ruhe. Ah, da, 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 da oben ist was, la, la, la. Es sind da noch mehr. Von den gruseligen. Ganz schön kalt hier draußen. Ja, wir hätten uns wärmere Jacken anziehen sollen. Und. Glaubst du, die Witches können dieses Jahr die Liga gewinnen? Wie sollen Hexen. Oh, du meinst unser Footballteam? Ja, ich denke, wir haben gute Chancen. Ihr verbringt viel Zeit beim Training. Muss nett sein, ein paar Nächte nur zum Rumhängen zu haben. Ja, ist nett. Ganz schön kalt hier. Deine Jacke sieht richtig warm aus. Ja. Bist du eine Pfeife? Also ehrlich, so blöd bin ja nicht mal ich. Bin ich froh, dass sie nur reden will. Schön, dass sie sich für Football interessiert. Mann, ich werfe mich ihnen doch schon an den Hals. Was muss ich denn noch tun, um etwas Zuneigung zu bekommen? Oh Gott, glaubst, das ist ein hoffnungsloser Fall. Also ich bin schon schlimm, ja, aber der... Aha. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Oh. Vorsicht, den Kopf reinstecken. Okay, was gibt's hier? Ah, da runter muss ich. Da führt nämlich der Pfeil hin. Das heißt, wir gehen erst hier lang. Ich bin mir sicher, dass hier in der Gegend Geister von Hexen unterwegs sind. Keine Blondie. Sorge, Kleiner. Ich beschütze dich. Hey, klingt gut. Oh, Blondie. Keine Spielchen. Was für ein tolles Mädchen. Das wird eine super Nacht. Aber hoffentlich nicht für dich. Hey, Spatzi. Du und ich? Wir sind gar nicht so kompliziert. Nee, sind wir nicht. Ich finde natürlich, Jungs sind einfacher gestrickt wie Mädchen. Aber ich schweif schon wieder ab. Ja, den hier mag ich. Echt? Ist mir ein Rätsel. Was willst du mit so einem Surfer-Milchbubi? Ich meine, der ist doch bestimmt 18.000 Jahre älter wie du. Ah. Frauen, werde ich nie verstehen. Hm, noch sechs. Ich will auch so eine Gruft, wenn ich tot bin. Wow! Da liegt was. Noch fünf. Vielleicht kriegen wir es ja doch hin. Ach, ich kann mich ja jetzt so teleportieren. Wow, ist das strange. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Irgendwelche Dämonen? Nope. Aber da oben ist was. Ah, ja.
Hallo, Family. Hm. Ah, da unten. Ah, ich will erst hoch. Uah. Uah. Buh. Und alle hauen sie ab. Wenn der Dynamite kommt. Ich bin zu weit, wie immer. Guck, guck. Oh. Was denn, hier liegt nix? Ah ja, lass mal den Let's Player mal hochlaufen. Vielleicht denkt er, da liegt was und dann ba-bam, überhaupt nichts. Hi. Tschüss. Man könnte das eigentlich noch skillen, dass das schneller geht und so. So Skills, das wäre ein bisschen geil. Rex, Meinung zu Ronans für Vorstrafenregister. Yes, yes, yes. Hier wimmelt's ja nur so von denen. So, noch vier. Guck mal, da steht sie. Sollen wir mal. Ah, das wäre eigentlich fies, gell? Nix. Die erschrecken wir jetzt. Buh! Sie rührt sich nicht. Dann sammeln wir hier erstmal alles auf. Anscheinend will sie jetzt doch mit mir reden. Noch drei. Nein, das geht wohl nicht. Und ansonsten liegt hier nichts. Oder habt ihr was gesehen? Also ich nicht. Habe ich irgendwas übersehen? I don't think so. Dann wollen wir mit dem Geistermädchen reden. Servus. Hey, warte. Ich will dir helfen und rausfinden, wer dich ermordet hat. Hey, das Tattoo. Der Glockenmörder. Hä? Ja, ja, Kopf? Ich bin Polizist. Hä? Mein Gott, du versuchst nicht vor mir zu flüchten. Du willst mir etwas zeigen. Ich muss herausfinden, was Sophia mir mitzuteilen versucht. Sie zeigt auf jeden Fall mal hier hin. Was macht diese Geräusche? Der Riss? Nee, der Ast. Nö. Dann war's doch der Riss. Hallo? Ja. Och nee, oder? Boah, ist das ein Drecksack. Ich wusste es. Der Glockenmörder. Aber warum sollte er sich die Mühe machen, dich auf diese Art zu töten? Hey, schon in Ordnung. Du kannst jetzt aus dem Wasser kommen. Ist okay, komm. Ich bin auf deiner Seite. Was ist? Ah. Ich weiß nichts von einem Vertrag! Bitte, hör auf! Was zum Teufel ist das? Vertrag? Was meinte er mit Vertrag? Sie will's dir doch zeigen, Ronan, Mann. Jetzt nimm ihre Hand und guck's dir an. Das ist die Erinnerung an deinen Mord. Du bist zu jung, das solltest du nicht sehen. Sie ist tot, Mann. Die hat's doch schon erlebt. Also, wenn sie's jetzt sieht... Fasse an. Ich schwöre, ich weiß nichts von einem Vertrag. Bitte, hör auf. Warum tust du mir das an? Wer bist du? Was machst du da? Du bist es, Ronan! Ich will nicht sterben! Dieses Symbol. Ich will nicht sterben! Hör auf! Bitte! Nein! Boah, du Drecksack! Bitte! Nein!
Schau nicht hin, Kleine. Er hat was auf dich gemalt. Sein Symbol, es muss was bedeuten. Wow, wow, wow. Kleine. Nun, das war's. Ich sollte zu Joy zurück. Sollten wir das? Ja, ich kann mich nicht teleportieren. Ah, jetzt. Ich liebe es. Hihihihi. Buh. Jetzt fehlen uns trotzdem noch ein paar Sachen. Hä? Aha! Da steckt einer! Das ist einfach falsch. Niemand hat's verdient, so zu enden. Ich wünschte, ich könnte dem zustimmen. Aber es ist alles meine Schuld. Ich ließ die Leute glauben, ich sei jemand, der ich nicht war. Sie nannten mich einen Kriegshelden. Dabei war ich nur ein Feigling. Jahrelang erzählte ich grausige Geschichten davon, wie ich den Feind vernichtete. Aber das waren bloß Lügen, mit denen ich mir Freibier an der Bar erschlich. Ich war nie im Gefecht. Tja, irgendwen wirst du verärgert haben, sonst wärst du nicht hier. Er wollte mich als Betrüger bloßstellen, also versuchte ich ihn umzubringen. Aber er hat durchschaut, was du vorhattest. Zusammen mit einigen Freunden schleppte er mich hierher und überließ mich meinem Schicksal. Keiner hat je nach mir gesucht. Sie schämten sich wohl zu sehr. Ach, sei nicht so hart zu dir selbst. Ich habe schlimmere Kerle als dich hinter Gitter gebracht. Lol, ist es vielleicht der Großvater, von dem der Kleine erzählt hat? Der mit dem Gewehr. Kelly Family? Oh. Nö. Dem starten wir auf jeden Fall nochmal einen Besuch ab. Wow. Hä? Hier war man noch gar nicht. Was geht denn hier? Oh. Oh. Kollege, Hilfe! Du bist tot. Der hier fantasiert wieder. Ich fürchte, er hat gleich wieder einen Anfall. Beruhigen Sie ihn so gut es geht. Seine inneren Organe versagen. Er hat nicht mehr viel Zeit. Ich kann jetzt nicht reden. Sehen Sie nicht, dass der Mann leidet? Witzau. Davon habe ich auch schon gehört. Keiner von uns hat viel Zeit. Geister, die in einer Dauerschleife sind und immer wieder ihren Tod durchleben müssen. Ah, was ich alles weiß, ja. So. Ja, jetzt sind wir wieder bei der Pissnelke hier. Da ging's doch noch raus, oder? Ah, nee, da ging's dahinter, okay. Schade, ich will eigentlich die Gruselgeschichte noch finden. Ach, ich kann mich ja jetzt teleportieren. Buh.
Vielleicht ist da hinten noch was. Nee.